Hallo liebe Nähfreunde, heute zeige ich euch, wie ihr einen einfachen runden Shirtausschnitt mit einer schönen Knopfleiste aufpeppen könnt. Das Besondere an dieser Knopfleiste ist, dass sie innen schön sauber genäht ist und dass ihr sie sogar bei einem fertigen Shirt im Nachhinein noch einarbeiten könnt. Ich nehme jetzt hier mein halbfertiges Shirt, dort ist der Ausschnitt bereits genäht, nur die Ärmel und Seitennähte fehlen noch. Dazu benötigen wir zwei rechteckige Stoffstücke für die rechte und für die linke Leiste. Die können aus Jersey sein, den habe ich hier mit einer leichten Bügeleinlage verstärkt. Ihr könnt sie aber genauso gut aus gewebtem Baumwollstoff zuschneiden. Unter folgendem Link gelangt ihr in den Pettidoo Designer, wo ihr das passende Schnittmuster und Maßangaben für die Leistenteile findet. Weiterhin benötigen wir 2 bis 3 Knöpfe. Hier könnt ihr euch es ganz einfach machen und Jersey-Druckknöpfe verwenden. Sowie ein Geodreieck, Stoffkreide und super praktisch ist hier dieses beidseitige Klebeband. Wir beginnen jetzt und zeichnen ein paar Hilfslinien an den Ausschnitt des Vorderteils. Dabei liegt die linke Stoffseite oben. Als erstes zeichnen wir unterhalb des Ausschnittes eine senkrechte Linie. Dafür könnt ihr entweder die Mitte vom Ausschnitt ausmessen oder ihr orientiert euch hier an diesem Knips. Achtet darauf, dass die Linie genau senkrecht, schön gerade und nicht schräg verläuft. Jetzt zeichnet ihr links und rechts 2 weitere Linien und zwar im Abstand von 5 mm zu dieser ersten Linie. Der Abstand zwischen diesen beiden äußeren Linien beträgt nun also 1 cm. Als nächstes zeichnen wir das untere Leistenende ein und zwar soll die Leiste 12 cm lang sein. Das messe ich jetzt hier von der oberen Kante ab. Anschließend bereiten wir die Leistenteile vor. Sie werden zunächst einmal mittig gebügelt und dann wird eine der Kanten nochmal 1 cm umgebügelt. Jetzt nehmen wir eine Leiste, klappen hier diese gebügelte Kante um und nähen hier oben dieses kleine Stück mit 1 cm Nahtzugabe fest. Dafür verwende ich einen Gradstich mit einer Stichlänge von 2,5. So sieht diese kurze Naht nun aus und jetzt wiederholen wir diesen Schritt spiegelverkehrt an der anderen Leiste. Bei den vorbereiteten Leisten können wir jetzt hier vorn an der Ecke die Nahtzugabe schräg abschneiden und die Leisten wenden. Die so präparierten Leisten können wir nun an das Shirt nähen. Dafür positioniere ich jetzt die erste Leiste und zwar so, dass die zuvor genähte Naht, diese Kante hier, mit der oberen Ausschnittkante abschließt. Und diese offene Seite hier lege ich an die aufgezeichnete Linie an. Jetzt nehmen wir die erste Leiste an und zwar mit 1 cm Nahtzugabe und wir beginnen genau oben hier an diesem Punkt. Und nähen bis hier unten, bis zum unteren Leistenende, das wir zuvor angezeichnet haben. Und ich habe mir jetzt hier einfach noch eine Nadel gesteckt. Ich verwende jetzt ebenfalls einen Gradstich mit der Stichlänge 2,5.
Wenn es euch leichter fällt, könnt ihr zuvor auch die Nahtlinie auf der Leiste zum Beispiel mit einem Bleistift anzeichnen. Und so sieht nun unsere fertig angenähte erste Leiste aus. Achtet darauf, dass ihr das Nahtende hier unten mit zwei Stichen vor und zurück gut verriegelt. Und nun folgt die zweite Leiste. Diese legen wir mit ihrer Stoffkante hier an die rechte äußere Linie an. Mit einem weichen Bleistift habe ich mir jetzt hier die Nahtlinie eingezeichnet, im Abstand von 1 Zentimeter hier zur Kante. Nun ist wichtig, dass diese aufgezeichnete Nahtlinie genau 3 cm neben der ersten Naht verläuft. Also positioniere ich entsprechend die Leiste und stecke sie fest, beziehungsweise könnt ihr auch Stylefix-Klebeband dafür verwenden. Wenn ihr dieses beidseitige Klebeband zum Fixieren verwendet, dann achtet darauf, dass ihr es nur innerhalb der Nahtzugabe in diesem 1 cm aufklebt. Und zur Markierung des Leistenendes stecke ich mir hier wieder eine Nadel und nähe jetzt die Naht genau wie bei der ersten Leiste. Beide Leistenteile sind nun auf der linken Seite angenäht. Und bevor wir weitermachen, schauen wir uns noch die rechte Seite an. Und zwar, ob beide Nähte wirklich parallel verlaufen, und zwar im Abstand von 3 cm. Und dass sie am unteren Ende jeweils gut verriegelt sind und auf der gleichen Höhe enden. Wenn wir das überprüft haben, können wir nun das Vorderteil zwischen diesen beiden Nähten einschneiden. Wir schneiden genau mittig hier entlang bis etwa 1,5 cm vor beiden Nahtenden. Dann geht es auf beiden Seiten schräg weiter und wir schneiden bis 2 mm vor den Nahtenden. Achtet darauf, dass ihr die beiden Leisten auf der Rückseite dabei nicht mitschneidet. Jetzt können wir beide Leisten nach außen umklappen und festnähen. Dabei beginnen wir mit der rechten Seite, mit dem sogenannten Untertritt, der später verdeckt wird vom sogenannten Übertritt der anderen Leiste. Bevor wir die Leiste hier umklappen, können wir hier noch die Nahtzugaben ein bisschen schräg abschneiden, damit hier oben die Stelle nicht allzu dick wird. Dann können wir die Leistenkante mit Nadeln feststecken und sie knappkantig annähen. Dabei beginnen wir genau an diesem darunter liegenden Nahtende.
So sieht der fertige Untertritt nun aus. Und genauso verfahren wir jetzt auch mit dem Übertritt, also mit der zweiten Leiste. Wir verschneiden oben die Nahtzugabe, klappen die Leiste nach außen um und steppen sie knappkantig fest. Auch hier beginne ich jetzt genau an dem Punkt, an dem die darunter liegende Naht hier endet. Beide Leisten sind nun fixiert, jetzt können wir das Leistenende nähen. Dafür legen wir jetzt den Übertritt über den Untertritt, sodass die Kanten hier bündig liegen und auch die oberen Enden hier auf einer Höhe sind. Wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt noch mit Nadeln feststecken. Nun können wir das Vorderteil hier nach oben klappen und durch diese kleine Öffnung hier die Leistenenden herausziehen und auch das kleine Dreieck. Und jetzt legen wir alles hier schön sauber aufeinander. Diese drei Teile, also die beiden Leisten und dieses kleine Dreieck, werden jetzt mit einer kurzen Naht hier an dieser Stelle zusammengenäht. Dabei müsst ihr darauf achten, dass die Naht im rechten Winkel zu den Streifen verläuft, damit das Leistenende auch schön gerade wird. Außerdem solltet ihr nicht zu viel abnähen, denn dann bekommt ihr hier kleine Fältchen am Leistenende. Und ihr solltet auch nicht zu wenig abnähen, denn sonst entstehen kleine Löcher. Also erfordert diese Naht ein kleines bisschen Fingerspitzengefühl. Das fertige Leistenende sieht nun so aus. Jetzt können wir noch die Kante vom Übertritt knappkantig absteppen und hier im unteren Bereich ein dekoratives Kreuz nähen, was gleichzeitig verhindert, dass hier die Enden einreißen. Dafür mache ich mir eine Markierung im Abstand von 2 cm zum Leistenende. Im ersten Schritt steppe ich die Kante vom Übertritt ab, wobei der Untertritt weggelegt ist. Im zweiten Schritt lege ich nun den Übertritt genau auf den Untertritt, drehe mein Teil um und nähe jetzt das Kreuz.
So sieht die fertig genähte Leiste aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Enden innen noch kürzen und versäubern. Zu guter Letzt könnt ihr Knöpfe annähen oder ihr verwendet, so wie ich, Jersey-Druckknöpfe, die mit einer Zange befestigt werden. Bevor wir das machen, markiere ich mir noch die Knopfposition. Zuerst markiere ich die Stelle des obersten Knopfes. Der ist bei mir 1,5 cm von der oberen Kante entfernt. Also mache ich hier mittig einen kleinen Punkt. Dann markiere ich die Position für den untersten Knopf. Der ist ebenfalls 1,5 cm hier von dieser Naht entfernt. Zuletzt platziere ich den mittigen Knopf und messe genau die Mitte zwischen diesen beiden Markierungen dafür aus und mache auch hier einen kleinen Punkt. Anhand dieser Markierung kann ich nun die Jersey-Druckknöpfe mit der Zange befestigen, wobei auf den Übertritt diese Knöpfe befestigt werden und auf den Untertritt kommen diese Gegenstücke. Die Position der Gegenstücke auf dem Untertritt kann ich nun ermitteln, indem ich den Übertritt genau bündig lege, ein bisschen andrücke und jetzt habe ich hier den Abdruck der Knöpfe und kann die als Position verwenden. Fertig ist unsere Knopfleiste. Die Leiste könnt ihr natürlich in der Länge und in der Breite variieren und damit auch andere Shirts, zum Beispiel für Damen oder für Kinder, verschönern. Noch mehr Nähanleitung und tolle Schnittmuster mit passenden Nähvideos, in denen alles Schritt für Schritt erklärt wird, findet ihr bei Pettidoo. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!